Okay, hi Leute, hier nochmal kleine News. Vor 26, 27 Minuten so auf Twitter kam diese Ankündigung, und zwar, dass Cyberpunk wieder einmal verschoben wird, was jetzt Running Gag ist, und die Leute fangen an mit den Memes und mit den bösen Worten auf Twitter und anderen Seiten. Kann ich voll verstehen, ich bin auch pisst gerade. Ist auch das dritte Mal, dass ich jetzt versuche, dieses Video zu machen, ohne wütend zu werden. Ja, von September auf November verschoben um 2 Monate. Könnt ihr euch selber auf Twitter durchlesen, wenn ihr dann Twitter habt. Natürlich, auch wenn es hier jetzt nicht drin geschrieben steht, wir hatten jetzt die Corona-Zeit. Sie haben es vorher schon einmal verschoben, ohne diesen Corona-Hintergrund. Jetzt haben sie natürlich während dieser Verschiebungsphase kam das Corona dazu. Und natürlich konnten auch die jetzt in dieser Zeit nicht richtig arbeiten. Und natürlich müssen sie sich diese Zeit irgendwie wieder reinholen. Ich hasse die Leute jetzt so ein kleines bisschen. Und wenn sie mich mögen, schicken sie mir eine Free Copy, aber ich glaube nicht. Ja, als Erklärung natürlich. Sie wollen ein Spiel erschaffen, was über längere Jahre bleibt und nicht was einmal denn gespielt wird und dann wird das in die Ecke geschmissen. Deshalb wollen sie sich hier nochmal diese 2 Monate Zeit nehmen, um noch an dem, was hier stand, hier Content and Gameplay-wise irgendwas zu machen. Kann ich verstehen. Das heißt, Quests, Cutscenes, Skills, Items, das wird alles nochmal so ein bisschen überarbeitet. Ja, wir müssen noch 2 Monate länger warten auf Cyberpunk 2077. Das war ein kurzes Infovideo. Guckt es euch selber an. Hier Twitter, Cyberpunk Game, und dann könnt ihr euch selber noch ein bisschen durchlesen. Ciao, Leute.